Wir hatten um 18 Uhr einen Alarm erhalten, dass eine vermisste Person gefunden wurde durch einen Helikopter der Polizei. Daraufhin wurde die Rettungskette alarmiert, das heißt Einsatzkräfte der Bergwacht, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei sind hier zum Unfallort gefahren. Wir haben einen ca. 70-jährigen Patienten vorgefunden, ca. 20 Meter tief abgestürzt, schwer verletzt, auch aktuell noch in Lebensgefahr schwebend. Und wir haben diesen Patienten dann mit einem Rettungshelikopter und der Rettungswinde gerettet. Wir haben zunächst Ersthelfer der Bergwacht abgeseilt, terrestrisch mit Seilrettung, haben dann die notfallmedizinische Erstversorgung übernommen und später entschieden, mit dem Rettungshelikopter der Schweizer Luftrettung, der Rega 2 aus Basel, die Patientenrettung durchzuführen. Wir hatten am Anfang starken Schneefall hier einsetzend, jetzt auch Ende Mai noch, später dann zu kämpfen auch mit Nebel, der aufgezogen ist und auch dem Helikopter Probleme bereitet hat. Dazu Nässe, absturzgefährliches Gelände, Steilheit, Totholz hier um die Absturzstelle herum. Also dass doch viele Gefahren hier an der Einsatzstelle zu beachten waren. Aber wir konnten alle Einsatzkräfte sicher nun wieder zum Einsatzende bringen. Aus unserer Sicht ist der Einsatz sehr gut verlaufen. Wir hatten eine optimale Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, die uns hier bei dem Einsatz auch in terrestrischer Hinsicht unterstützt hat. Die Erstversorgung auch gemeinsam mit dem Notarzt des Roten Kreuzes und auch später dann mit dem Rettungshelikopter der Schweizer Luftrettung hat hervorragend funktioniert. Und so konnten wir aus unserer Sicht doch das Beste für den Patienten hier rausholen.